Hallo zusammen und herzlich willkommen bei mir zu Hause. Ich bin die Dani und heute gibt es ein Aufgebraucht-Video. Wenn du also wissen möchtest, wie ich die Produkte finde, die ich aufgebraucht habe, dann bleib doch einfach dran. Ich habe hier die Produkte auf meinem Tisch, auf meinem Stehtisch liegen und ich werde dann hin und her laufen, um die Produkte in die Kamera zu halten. Legen wir einfach los mit Shampoo und das ist ein Shampoo von Elvital Öl Magique. Das ist ein nährendes Pflegeshampoo und ich bin ein großer Fan von dieser Reihe. Ja, also Elvital L'Oréal Paris. Diese Reihe ist eine meiner Favoriten. Die Haare riechen danach ganz toll. Das Wascherlebnis ist sehr schön, weil das richtig schön aufschäumt. Die Haare werden richtig seidig und ja, vor allen Dingen der Duft, der ist einfach ganz, ganz toll. Das ist die Öl Magique Reihe und dazu nutze ich auch zwischendurch diese Reihe, auch von Elvital. Das ist die Tonerde, ne? Mit Tonerde, klärendes Pflegeshampoo mit Tonerde. Dieses Shampoo ist dazu da, um den fettigen Ansatz zu neutralisieren. Das heißt, wenn du einen fettigen Ansatz hast und trockene Spitzen, dann ist dieses Shampoo wirklich sehr gut geeignet. Nach dem Waschen bzw. nach dem Föhnen fühlen sich die Haare richtig toll an. Hier oben bekommt man auch so ein bisschen Volumen, wie ich finde, weil der Ansatz halt nicht mehr so platt liegt. Und kann ich auf jeden Fall weiter. Dann habe ich hier noch ein Shampoo aufgebraucht und zwar ist das von Langhaar-Mädchen und zwar ist das das Shampoo Lockenwunder mit Kaktusblüte und Mandelmilch. Fand ich ganz gut. Ich bin damit sehr gut klargekommen. Es hat gereinigt, der Duft ist ganz toll und ja, hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen, wobei ich eher zu Elvital tendiere als Favorit, aber das fand ich auch nicht schlecht. Dazu kommt dann noch eine Pflegespülung, die habe ich mir im Sale gekauft. Ja, das ist eine Pflegespülung von Herbal Essence, marokkanisches Arganöl. Das ist richtig, richtig gut. Also, ich war begeistert. Also, allein schon, ja, die Pflegewirkung war ganz toll. Ja, also, meine Haare haben sich danach richtig gut angefühlt. Aber was noch besser war, der Duft. Und der Duft, der hält auch ganz, ganz lange in den Haaren. Was ich auch immer wieder nachkaufe, das ist von Palmolive. Dieses Absolute Relax und zwar ist das mit Lavendel, glaube ich, ne? Oder? Das mit Lavendel? Ja, mit Lavendelöl, Yangyang und Kardamom. Ein richtig schöner, entspannender Duft. Das heißt, wenn ich abends geduscht habe, habe ich immer dieses hier genutzt und ich mochte das wirklich sehr. Bleiben wir beim Lavendelduft und zwar habe ich hier ein Kissenspray. Ein Kissenspray mit Lavendelduft und dieses Kissenspray ist ganz, ganz toll. Und zwar ist es so, dass ich wirklich fast jeden Abend mir dieses Spray auf mein Kissen gesprüht habe und ich konnte wirklich wunderbar durchatmen und dann natürlich auch entspannt einschlafen. Kann ich auf jeden Fall weiterempfehlen. Das ist Made by Coopers Sleeping Head. Habe ich in einer Beauty Box erhalten. Ist schon etwas länger her, hat also ziemlich lange gehalten. Meine Empfehlung auf jeden Fall. Aber ich habe vor, mir ein anderes Kissenspray zu holen und zwar von Avon. Die haben nämlich auch ein Kissenspray mit Lavendel. Aktuell nutze ich ein Kissenspray von Rituals und von dem bin ich auch begeistert. Aber wenn das aufgebraucht ist, werde ich es zeigen. Dann habe ich hier eine Zahnpasta. Normalerweise würde ich jetzt keine Zahnpasta in die Kamera halten,
weil das für mich jetzt jetzt nichts Besonderes ist, aber die ist wirklich was Besonderes und die ist von Nu Skin, die nutze ich immer, also die bestelle ich mir auch nach. Das ist eine Whitening Fluoride Zahnpasta, also eine hellmachende Zahnpasta auf, ich glaube, auf natürlichere Art. API24 nennt sie sich. Und zwar ist es so, dass wenn du dir die Zähne putzt, dass sich dann quasi eine Art, ist jetzt keine Teflonschicht, aber so eine Art, so fühlt es sich an, eine Teflonschicht sich über die Zähne legt und somit haben einfach, kann sich nichts absetzen, ne, was Karies verursachen könnte. Die Zähne fühlen sich danach richtig schön glatt an. Also die hat auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Bewertung von mir. Dann habe ich aufgebraucht Pflege von It Works. Die habe ich allerdings auch schon länger, weil die halt sehr, sehr ergiebig sind. Das ist jetzt eine Tagespflege. Eine leichte Tagespflege, Prevent Age nennt sie sich, und dann die Lip and Eye Cream, das ist eine Augenpflege. Habe ich wirklich sehr, sehr lange, habe sie jetzt aufgebraucht. Ich finde die wirklich sehr, sehr gut. Die Augenpflege ist sehr leicht auf dem Auge, gibt genug Feuchtigkeit, wie ich finde, und die Augen tränen nicht, es brennt nicht, es zieht relativ schnell ein. Die Tagespflege, Prevent Age, finde ich auch gut. Der Duft ist ganz toll. Das ist ein Kräuterduft, aber ein angenehmer Kräuterduft. Das riecht nicht medizinisch, sondern richtig schön angenehm. Aufgebraucht habe ich auch von Beauty Mates. Das ist ein Serum. Das habe ich zugeschickt bekommen. Darüber habe ich auch einen Blogbeitrag geschrieben. Serum und die entsprechende Tagespflege. Man konnte dieses Serum in die Tagespflege reinmischen, das Ganze vermengen und dann aufs Gesicht auftragen. Man kann es aber auch solo verwenden. Es ist sehr gut, finde ich, von der Pflege. Ich hatte wirklich ein ganz tolles Ergebnis vom Hautgefühl her. Und ja, den Blogbeitrag kann ich euch gerne unten in der Infobox verlinken. Also kann man wohl empfehlen. Handgel, eines unter vielen. Dann haben wir hier dieses Waschgel. Das fand ich auch ganz gut. Das nutze ich auch schon seit Jahren, seit meiner Teenie-Zeit. Und ich bin damit wirklich sehr gut klargekommen. Das ist ein Waschgel für normale Mischhaut und, ach nicht für normale, für normale Haut und Mischhaut. Und es riecht wirklich sehr angenehm, sehr frisch. Und davon habe ich auch schon was in meinem Backup, wobei ich jetzt aktuell was anderes ausprobiere, bin damit auch sehr zufrieden. Aber wie gesagt, das ist auf jeden Fall empfehlenswert. Dann habe ich hier etwas für mich entdeckt, was ich richtig, richtig gut finde und was für mich ein Überraschungseffekt eher war, weil ich habe früher immer dieses Garnier Skin Active Micellenwasser All-in-One Waterproof. Das ist dieses Micellenwasser aus zwei Phasen. Unten die neutrale Flüssigkeit, oben dann eine gelbe Flüssigkeit. Damit bin ich jahrelang mit ausgekommen, klargekommen und dann bin ich zu Avon gekommen und habe geschaut, was haben die denn da so für Abschminkzeugs und was entdecke ich da? ich stelle das mal eben so hin, dass es sich so ein bisschen setzt. Das hier, das ist ein Abschmink mit Zellenwasser von Avon Nutra FX. Eigentlich das gleiche wie das, was ich vorher benutzt habe von Garnier. Und ich muss sagen, es ist fast gleich. Ja, vom Duft her vielleicht ein bisschen anders, aber es ist fast gleich. Ich habe diese jetzt so schon ein bisschen geschüttelt, deswegen ist das jetzt nicht ganz klar. Aber man sieht auch oben die gelbe Flüssigkeit, unten die klare Flüssigkeit.
aufgebraucht, für super gut befunden. Die Augen brennen nicht, das Make-up geht ganz einfach ab. Und das wird jetzt demnächst von mir benutzt. Das Garnier kommt. Dann habe ich aufgebraucht von It Works. Dr. Nassif. Das sind Pads, ja, da sind 60 Pads drin und das sind einfach so eine Art Peeling Pads. Das heißt, man reinigt sich sein Gesicht und geht dann nochmal mit diesem Pad übers Gesicht und das Ganze wird nochmal geklärt und die abgestorbenen kleineren Hautschüppchen werden dann nochmal zusätzlich entfernen, die Haut wird geglättet und ich war auch damit wirklich sehr, sehr zufrieden und ich finde auch, das Ganze hat mein Hautbild verbessert einfach. Das kann ich auch weiterempfehlen. Allerdings muss ich sagen, dass der Preis ein bisschen sehr hoch ist. Aber wer das nötige Geld, Kleingeld hat und sich mal was gönnen möchte, probiert das einfach mal aus. Weiter geht's mit Wassersprays von Balea, auch immer hier bei mir zu Hause da. Das tut mir einfach gut, ja, also die tun mir einfach gut, wenn die Heizungsluft die Haut austrocknet oder wenn der Kopf warm wird. Im Sommer sowieso, ja, im Sommer werde ich mir auf jeden Fall noch mehr holen, aber es tut einfach gut, mit dem Wasserspray über die Haut zu sprühen. Kann ich das jetzt auch noch machen? Was ist mehr drin? Ja, und also man ist da sofort erfrischt und die Haut ist durchfeuchtet und ja, ist auch immer wieder in meiner Verwendung. Da habe ich ja noch was. Genau, das ist von M. Assam, eine Maske, die ich auch gebraucht habe, und zwar Vino Rose. Vielleicht kennt ihr die. Von M. Assam. Hautglättendes Gesichtsmaske, hochkonzentriertes Vitamin E, 33% glattere Haut nach der ersten Anwendung. Regeneriertes Hautbild fand ich gut, ja, also das Maske fand ich wirklich sehr, sehr gut. Ob sich das Hautbild jetzt nach einer Anwendung 33% gebessert hat, kann ich jetzt nicht beurteilen. Ich glaube, da müsste man mikroskopisch rangehen. Aber so an sich fand ich die Maske wirklich sehr schön pflegend und auch empfehlenswert. Dann noch eine Maske von Luvos Heilerde. Auch die fand ich gut. Die Luvos Heilerde Masken finde ich im Allgemeinen sehr gut. Die haben da für verschiedene Hauttypen Heilerde Masken und das ist mit Q10. Fand ich auch sehr angenehm, das mal aufs Gesicht aufzutragen und das Ganze einwirken zu lassen. Ja, dann kommt ein Pinsel kommt weg, der ist mir auseinandergefallen. Und zwar ist das der Pinsel von Luvos. Das, ja, der ist jetzt nicht sauber, der ist benutzt, aber ich sehe nicht ein, dass ich den vor dem Wegschmeißen nochmal sauber mache. Genau, das ist ein Buffer. Und ich bin damit wirklich ganz gut klargekommen. Also ich habe damit mein Make-up eingearbeitet. Das ist, die Härchen sind sehr weich, angenehm auf der Haut, die kratzen nicht. Hat das Make-up sehr gut verteilt. Ich denke mal auch, weil es sehr, sehr eng gebunden ist. Und leider ist das auseinandergegangen. Und ich, ja, ich könnte vielleicht mit einem starken Kleber reingehen und das Ganze befestigen, aber nee, dazu habe ich keine Lust. Ich habe noch viele andere Pinsel, deswegen kommt und zu, nee, Moment, hier ist noch was. Balea Softe Reinigungstücher habe ich auch aufgebraucht. Der Duft ist sehr schön, die Reinigungswirkung ist, kann ich jetzt, ja, so lala. Ich habe eher für die Hände benutzt nach dem Make-up auftragen. Aber ich nutze solche Reinigungstücher nicht speziell fürs Gesicht, aber abends, wenn ich mal
so richtig viel Make-up drauf hatte, habe ich die benutzt und ich fand die, die Wirkung jetzt nicht so toll. Es gibt da bestimmt bessere, aber schon von der Aufmerkung her und vom Duft her fand ich die recht schön und ja, habe ich auch hier wieder in meinem Schminktisch stehen. Kann ich jetzt nichts Spezielles zu sagen. Dann habe ich aber hier ein Make-up aufgebraucht und zwar von Judith Williams. Also ich muss sagen, darüber habe ich auch übrigens eine Review gemacht. Ich fand die richtig gut. Für meine Haut, für meine trockene Haut eher, fand ich die richtig gut. Die ist getränkt, sagt man das? Sie ist versetzt mit Hyaluronsäure und ja, es ist also gut benutzt worden. Da ist nichts mehr drin, ne? Da kommt nichts mehr raus. Das sind halt die letzten Reste hier an den Seitenwänden. Fand ich gut und würde ich auch nochmal nachkaufen, wenn ich nicht so viel Make-up hätte zum Aufbrauchen. Das war's auch schon. Ich hoffe, dieses Aufgebraucht-Video hat dir gefallen. Wenn ja, dann lass mir doch ein Däumchen nach oben. Abonniere diesen Kanal, wenn du Lust dazu hast. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.